Guten Morgen! Heute möchte ich Euch über die verschiedenen Biosiegel in Deutschland informieren, wie sie aufgebaut sind, was sie darstellen und wo die Unterschiede sind. Dazu habe ich nach langer Zeit mal wieder ein Unpacking meiner Lieblingssekte, weil ich mal wieder ein Überraschungspaket bestellt habe und diese Überraschung einfach mit Euch teilen wollte. Das deutsche Biosiegel kennzeichnet die Produkte, die mindestens die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung genügen. Darüber hinaus gibt es private Label, die erweiterte, teilweise strengere Anforderungen stellen. Die privaten Standards wie Demeter, Biokreis, Ecowin, Biopark, Naturland und so weiter sind in der Tat eben mit wirklich strengeren Anforderungen verbunden. Jedoch liegen jeden Standard als Zertifizierungsgrundlage quasi die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung zugrunde. Das bedeutet, jedes privat zertifizierte Biolabel muss mindestens die Anforderungen an das europäische Biolabel genügen. Das allgemeine bekannte deutsche Biolabel ist im Endeffekt nichts anderes als das EU-Label. Wird auch seit 2012 glaube ich immer parallel zusammen abgedruckt und erwähnt. Da haben wir dann ja quasi die unterste Basis, das deutsche Biosiegel und das EU-Biosiegel. Dieses Siegel hat aber nicht viel mit Bio zu tun und zumindest wie das mein gesunder Menschenverstand einschätzt. Das fängt an, dass über 300 Zusatzstoffe, zum Teil chemische, erlaubt sind und hört auf, dass man den Einsatz eines Kuhtrainers, also das ist quasi ein Elektroschocker, für die Rinderzucht erlaubt. Da möchte ich Euch heute noch eben die gesteigerten Siegel des Biokreis, Bioland, Biopark, Demeter, Ecoland, Ecowin, GEA, Naturland und Verbund Ökohilfe kurz vorstellen und die Fragen klären, wie bio sind die Biosiegel. Natürlich werde ich Euch nicht von allen die teilweise hunderte Seiten umfassende Satzung vorlesen und auch wiedergeben können, sondern nur die Dinge, die ich für mich kritisch rausgenommen habe und die ich mir gemerkt habe. Kommen wir zuerst zum Biokreis. Auf Anfrage, was den Biokreis im Vergleich zu anderen Verbänden unterscheidet, bekommt man die Antwort, dass es das Anliegen des Verbandes ist, in überschaubaren Regionen eine Zusammenarbeit aller Beteiligten nach ökologischen Grundsätzen zu fördern und die ursprüngliche bäuerliche Landwirtschaft auf der Basis des ökologischen Landbaus lebensfähig zu halten. Dieses Blabla, was ich jetzt abgelesen habe, steht in etwa so bei jedem dieser Bioverbände und wird von mir auch nicht weiter erwähnt. Sowas ist immer auf jeder Seite zu finden. Also Biokreis, was bedeutet das nun? Es erlaubt den Einsatz von Gülle, was unser Grundwasser mit Nitrat belastet. Torf, obwohl Moore zu den stark bedrohten Lebensräumen unseres Landes gehören. Eisen 3, Ottophosphat, um Schnecken, ganz simpel einfach ausgedrückt, zu töten. Und auch Netzschwefel, was als Nebeneffekt Marienkäfer schwächt und auch tötet. Die Mindeststallfläche im Biokreis für ein Rind bis 100 kg ist 1,5 Quadratmeter innen und im Außenbereich 1,1 Quadratmeter. Ich wiege 100 kg. Der Gedanke, mein Leben lang 1,5 Quadratmeter im Innenbereich und 1,1 Quadratmeter im Außenbereich zu haben, hat mich dann endgültig dazu bewogen, Biokreis sein zu lassen und zum nächsten Label zu gehen. Bioland. Bioland erlaubt ebenfalls Gülle und Torf, dazu auch den Einsatz von Kupferpräparaten, die 2016 sogar von der EU verboten werden sollen. Wir erinnern uns, die EU, deren Siegel sogar den Einsatz von Elektroschockern toleriert. Selbst die wollen den Einsatz von Kupferpräparaten verbieten. Ja, dann beim Verschwinden aus den Bioland-Richtlinien ist mir auch noch aufgefallen, dass sogenannte Neuroleptika zugelassen werden, also Beruhigungsmittel und auch sogenannte Trockensteller. Das sind Langzeitantibiotika, also im Endeffekt das Tier wird durchgehend mit Antibiotika kann behandelt werden. Auch Netzschwefel ist erlaubt, genau wie das 5% der Inhaltsstoffe eines biologischen Produktes aus konventionellen Produkten bestehen dürfen. Ja, nun auf zum nächsten Siegel würde ich sagen. Biopark, auf der Seite Biopark Siegel waren leider keine Richtlinien zu finden. Ich war auch von den anderen Seiten gewohnt, dass diese irgendwo versteckt zu entdecken sind, aber bei Biopark hat man sie gar nicht auf der offiziellen Seite veröffentlicht. Zumindest ich habe sie nicht gefunden oder sie haben sie halt so gut versteckt. Ja, da können wir eigentlich gleich zum nächsten Siegel gehen, Demeter. Bezüglich Demeter habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht und möchte da dezent auf die Infokarten oben hinweisen, wo ihr das Video finden könnt. Da brauche ich da auch nichts zu sagen. Letztlich ist Demeter auch mit größter Vorsicht zu genießen. Gerade als Veganer. Ecoland klingt doch gut, aber auch hier
keine offiziellen Richtlinien auf der Webseite, sondern nur Werbeblabla. Also ja, auch mit Sicherheit kein seriöses Label. Zum nächsten, Ecowin. Ecowin hat die Richtlinien auch auf der Webseite gepostet und bis auf den Einsatz von Netzschwefel habe ich jetzt nichts Gravierendes entdecken können. Selbst bei Netzschwefel können wir uns auch unterhalten darüber, wie gravierend das ist. Sondern sogar einige sehr positive Aspekte wie der Verzicht auf Styropor und PVC-Klebeband in der Verpackung gefunden. Allerdings habe ich dann irgendwann realisiert, dass es hier wirklich nur um die Weinproduktion geht. Ecowin, das hätte man eigentlich schon denken können. Ja, wofür das Label wahrscheinlich auch konzipiert ist. Aber wenn es um Weine geht, ja, da scheint zumindest das Ecowin-Label ein wirkliches Bio-Label zu sein. Und ich war positiv überrascht. Nun, ich bin selber kein Weinbauer und kann die wirkliche Leistung nicht abschließend beurteilen. Aber mit meinem ja, gesunden Menschenverstand würde ich sagen, das Ecowin-Label, das ist in der Tat Bio. Jo. Nun zu dem GEA-Siegel. Gülle und Torf erlaubt, das scheint sowieso der Standard zu sein, auch für alle Biosiegel. Die Nutzung der beiden schadet der Umwelt zwar und die Gülle fördert ja zudem noch das Tierleid, aber das ja, soll mal jetzt nicht Thema sein. Aber zumindest das Grundwasser wird ja, immer nitrathaltiger und durch diesen ja, elendmassiven Einsatz von Gülle auf unseren Feldern. Netzschwefel, Eisen 3, Phosphat, Klebefallen sind sowieso erlaubt. Genau wie der Einsatz von Schafsfett, ja, um die Pflanzen zu schützen. Auch interessant vor allem für die Veganer. Denn das Schafsfett muss nicht deklariert werden auf dem verkauften Gemüse. Also das Schafsfett wird an die nicht essbaren Teile gestrichen. Und ja, was dem Veganer aber egal ist, da er davon ausgeht, dass ein Gemüse ja eigentlich immer recht vegan ist und auch tierleidfrei produziert sein sollte, ist es zwar durch den Einsatz von Gülle sowieso nicht, aber Schafsfett als Pflanzenschutzmittel, das setzt dem natürlich irgendwo auch die Krone auf. Also finde ich sehr schockierend. Ja, auch wenn ich jetzt eigentlich schon keinen Bock mehr habe und lieber euch das Unpacking meiner Überraschungskiste zeigen würde, schauen wir die beiden letzten Label auch noch. Muss nur mal auf die Zeit gucken, sonst geht die Kamera wieder aus. Ja, Naturland. Boah, geil, voll die Natur. Mein erster Blick ging natürlich gleich in die Zusatzstoffe und ja, das ist erlaubt. So, das wird jetzt ein ziemliches Schneidegewitter, aber ich sag euch das alles. Noribixin E160B, Natriumnitrit E250, Kaliumnitrat E252, Milchsäure E270, Apfelsäure E296, E300, Ascorbinsäure war das, Natriumscorbat E301. Stark tocopherolhaltige Extrakte E306, Weinsäure E334, Monocalciumphosphat E341, Alginsäure E400. Natriumalginat E401, Kaliumalginat 402, Carrageen E407, Gummi Arabicum E614, Xanthan E415, Glycerin E422 war's. Hydrophylmethylcellulose E664, Magnesiumcarbonat E504, Calciumchlorid, Calciumchlorid war E404. Und Calciumsulfat E509, Calciumsulfat war 516, Siliziumoxid E551, Talcum E535, Argon E938 und Helium E939. Ja, da war dann meine Motivation wieder schlagartig gesunken, mich weiter mit Naturland zu beschäftigen. Und bin dann zum nächsten gegangen, zum Verbund Ökohof und Zukunftsdenken. Da ich mich ja, seit Naturland vom Namen nicht mehr blenden lasse, wollte ich mir dann erstmal die Richtlinien ja, des zukunftsdenkenden Verbundes Ökohof reinziehen. Aber auf der Webseite stand dann folgender Passus: Alle Richtlinien liegen bei uns in der Geschäftsstelle aus. Bitte informieren Sie sich bei uns. Zukunftsdenken, Internet, informieren. Informationen liegen bei der Geschäftsstelle. Obwohl man Internetpräsenz hat, für wie dumm halten die Verbände die Menschen? Wie unendlich verarschen uns diese Öko- und Bio-Label eigentlich? Das ist doch an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Wir bekommen hier mit diesen Bio-Labeln ein paar Knochen zugeworfen, um unseren Wunsch nach gesunder, natürlicher Nahrung decken zu können. Nur leider entspricht das nicht der Realität. Die Bio-Label, das sind keine Bio-Label. Sie sorgen dafür, dass in diesen Produkten etwas weniger Scheiße eingesetzt wird als bei Nicht-Bio-Produkten. Wir werden krank durch die Landwirtschaft, das ist einfach so. Das, was da für Müll drin ist. Die Landwirtschaft ist ja wie jeder andere Industriezweig einer von Gier und Profit strebender durchdrungener Parasit einer verdummten
guten Gesellschaft. Wie können wir solche Label in der öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich als empfehlenswert deklarieren? Bio, es muss Bio sein. Ja, es ist das Beste, aber es ist trotzdem scheiße. Das Einzige, was wirklich empfehlenswert ist, sind Betriebe, die wirklich biologisch, sprich natürlich anbauen. Wirklich biologisch. Ohne stoffliche Pflanzenschutzmittel. Wo Pflanzen noch wachsen, wie sie wachsen. Weißt du? Ohne chemischen Dünger. Ohne die Natur an anderer Stelle auszubeuten. Wie bei dem Torf zum Beispiel. Wo man Felder auch mal regenerieren lässt. Und Brachjahre einlegt. Unproduktiv. Ne? Wo man die Ränder der Felder auch mal stehen lässt, dass die Tiere aus der Umgebung sich ernähren können. Ohne jegliche Art von Zusatzstoffen eben. Wie dumm ist die deutsche Gesellschaft, dass sie das akzeptiert. Es gibt Betriebe, die nach diesen Prinzipien anbauen. Einer davon ist Lebe gesund. Und ich kann nur noch einmal für dieses Unternehmen werben. Und wenn die 100-mal an Jesus, an Gabriele, Allah, was auch immer, wie diese Götter immer heißen, oder an den heiligen Christian glauben, aber die leben die Prinzipien, die sich richtig anfühlen. Und jede gesunde Faser meines Verstandes und meines Körpers sagt mir, dass diese Art von Unternehmen etwas ist, was gefördert werden muss. Nicht unbedingt jetzt das Leben gesund die Weltherrschaft erlangt mit ihrem Glauben und so weiter. Aber wenn die Masse wirklich bewusst ist und weiß, wie sehr die Bio-Label eine reine Verarschung sind, dann denkt auch die Industrie um und fängt auch an wirklich Bio zu produzieren. Und zwar ohne Jesus auf dem Label. Und da sind die Leute dann auch wieder froh, jetzt nicht an sowas glauben. So. Das ist eigentlich eine super Überleitung, ja, und endlich zu meinem Unpacking-Video von Lebe gesund. So, wir hatten lange kein Unpacking mehr von Lebe gesund. Und da ich mir heute eine Überraschungskiste bestellt habe, das heißt, da gibt's, also da war eine Kiste, die kostet glaube ich 20 Euro und da war Gemüse drin und Brot und das viel billiger als es ist. Und ja, da dachte ich, ja, lasse ich euch mal mit dran teilhaben. Mal wieder ein Unpacking von meiner Lieblingssekte. Und natürlich habe ich mir auch wieder Sauerkraut bestellt. Was mir der Sacher ja schon geschenkt hat. Und ja, also ich habe insgesamt für das Paket jetzt hier 30 Euro bezahlt. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, das hier wird, glaube ich, genau. Das hier sind ziemlich geile Lebkuchen. Die kosten ein bisschen mehr. Aber die schmecken richtig gut, da bestelle ich mir zu Weihnachten immer welche mit. Das sind 5 Stück und die kosten glaube ich 12 Euro oder sowas. Schmecken aber phänomenal. Natürlich vegan, das ist klar. So. Oh, das ist aber ganz schön viel Brot. Was denn? Wie gesagt, eine Überraschungskiste. Das ist einfach nur ein Viertel. Ein Viertel von diesem Bauernbrot, was die immer machen. Und wow, das kostet so glaube ich 4 Euro, 5 Euro, also ist schon ordentlich was wert. Was haben wir hier? Das sind Brötchen, ganz normale Brötchen. Also ich sag mal so, ich bin ja nun Sohn eines Bäckers. Also die Brötchen hier, ich habe die noch nie gegessen. Kann ich eigentlich gleich mal testen. Die schmecken anders als die Brötchen, die man kauft. Erinnere mich allerdings nicht an die Brötchen von früher, die wirklich ganz anders geschmeckt haben. Obwohl, ein bisschen. Aber sie begeistern mich nicht. Sie sind nicht knusprig. Sie sind ja weich, aber nicht knusprig. Begeistern mich nicht, aber sie schmecken anders als die, die man kennt. So. Hier haben wir wahrscheinlich das Sauerkraut drin. Genau, Sauerkraut, 1 Kilo, schmeckt extrem lecker. So, und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, was besonders interessant ist, nämlich was denn nun in dieser Überraschungskiste drin ist. Also die Überraschungskiste, das war schon das Brot und eben das Gemüse, was jetzt drin ist. Und dafür habe ich jetzt 20 Euro bezahlt. Das Gemüse ist wie gesagt viel besser als Bio- und Demeter-Qualität, weil es halt komplett tierleidfrei und komplett ohne Chemie hergestellt ist. So, dann gucken wir mal, was da drin ist. Das Einzige, was nicht unbedingt drin sein sollte, war Kürbis. Also Kürbis habe ich jetzt so viel gegessen, da muss jetzt nicht unbedingt ein Kürbis drin sein. Aber es ist Herbst und ich vermute mal, da wird ein Kürbis drin sein, aber wir schauen mal. So, hier ist nochmal die Rechnung. Also, ich habe Sauerkraut bestellt,
Das hat 5 Euro gekostet, das Kilo. Dann die Elisenlebkuchen, die haben 13,45 gekostet. Nee, ach hier unten, 11,43 Euro. Da war ein Rabatt dabei, 15%, weil die waren gerade im Angebot. Die Überraschungssparkiste war Brot und Gemüse für 20 Euro und ich habe noch einen Gutschein für 5 Euro gehabt. Das heißt, ich habe insgesamt 30 Euro bezahlt. Also die Überraschungskiste waren das Brot, die Brötchen und das Gemüse. Ah, ein Kürbis. Naja, gut, also der Kürbis ist dabei, ist klar. Ansonsten, ja, 2 rote Beete sind nicht auch nicht so schön. Das ist nämlich das Einzige, was ich noch habe. Ich greife mal da kurz hier rüber. Das sind nämlich meine rote Beete, die ich aus meinem Garten habe. Ja, nun gut. So ist das halt. Dann Äpfel. Sind das alles Äpfel? Oder sind das jetzt 5 Äpfel? 5 Äpfel. Und nochmal. Ja, 9 Äpfel sozusagen. Ein Kürbis und rote Beete. Dann, oh, Paprika, schön. Paprika. Wie gesagt, das ist alles Top-Qualität, ne? Was haben wir hier? Feldsalat. Oh, schön. Feldsalat und das ist Spinat. Sehr geil. Und richtig viel. Und dieser Spinat von denen schmeckt so genial. Und da freue ich mich total, dass der dabei ist. Und das ist richtig, also ich würde sagen, bestimmt 500, 600 Gramm Spinat. 700 Gramm vielleicht sogar. 20 Euro. Naja. Also ich sag mal, für 30 Euro insgesamt bin ich gerade so zufrieden. Aber die Qualität ist halt hier auch Bombe. Der Spinat, der reißt das, glaube ich, alles wieder ein bisschen raus. Okay, wollte ich euch nur kurz teilhaben lassen. Mal wieder lebe gesund, Lieblingssekte. Dann will ich euch noch auf ein kleines, feines Format hinweisen. Bin gespannt, ob es hier auf YouTube von Interesse ist. Ich kenne es auf Facebook, dass immer mal diese kleinen Bilder mit schönen Sprüchen eingeblendet werden und finde das auch eigentlich immer sehr angenehm. Leider wird man da immer irgendwie, ja, zum einen zugeballert und nimmt sich irgendwie nicht die Zeit. Man sieht alles auf einmal und ja, irgendwie so ein Overflow. Und da kann man sich gar nicht in den Spruch so richtig reindenken. Und durch ein Video kann man das, kann man die Atmosphäre ein bisschen schaffen und ja, wir fühlen eigentlich immer mit all unseren Sinnen und können das dann, also ich kann das besser aufnehmen und entsprechend werde ich heute im Laufe des Abends noch ein Mini-Video veröffentlichen und ja, bin gespannt, ob das ja auf YouTube angenommen wird, ob das von euch angenommen wird, wie ihr das findet. Ja, würde gerne dazu auch entsprechendes Feedback zum Format des kurzen Videos quasi und auch ja, zum Thema natürlich, wenn euch das Thema interessiert. Das sind ja immer andere Themen. Genau, bei jetzt, wenn es dauerhaft 100 Views oder mehr sind, werde ich das Format wahrscheinlich beibehalten, ansonsten wird es halt wieder eingestampft. Ja, Mammutvideo geht zu Ende, ich wünsche euch einen wirklich schönen Start ins Wochenende, ich hoffe, dass ich wieder ein bisschen ja, an euer Bewusstsein appellieren konnte und ich würde natürlich immer wieder empfehlen, nehmt einen eigenen Garten, aber es ist nicht für jeden möglich, das weiß ich und von daher kann ich nur sagen, schaut euch um nach Anbietern, die wie lebegesund anbieten, vielleicht gibt es ja noch andere. Ne? Vielleicht gibt es ja noch andere, das ich kenne bloß keins, ne? Die wirklich 100% Bio anbieten. So. Und dann gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus und esst weniger. Wir brauchen nicht so viel zu essen, wie wir essen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.